Ja, also nochmal da, wo ich stehen geblieben war. Ich fange nochmal kurz an, also von vorn an. Der Fernseher ist das Monster bei dir zu Hause und es heißt nicht umsonst Programm. Dein Fernseher ist nichts anderes als ein elektrisches Gedächtnisveränderungsgerät. Er wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie du die Realität siehst, psychologisch zu verändern. So, dann haben wir hier Bill Gates in jungen Jahren und heute. In jungen Jahren, let's infect computers with viruses and then sell antivirus-Software. Also, wir infizieren die Computer, Virus drauf und dann können wir super unsere Antivirus-Software verkaufen. Then, also das war damals, and now, heute. Let's infect people with viruses and then sell vaccines. Also wir infizieren Menschen und dann verkaufen wir unseren Impfstoff, unsere Impfung. Dazu wird es aber nicht kommen. Dann gibt es ja auch einen Diffamierungsduden. Ja. Der Diffamierungsduden, sowas kursiert auch schon. Impfgegner, Menschen, die sich nicht von der Pharmaindustrie bedingungslos alles spritzen lassen wollen. Verschwörungstheoretiker, ein Denker, der bestehende Strukturen und vorherrschende Meinungen hinterfragt. Dieses Aluhut, Menschen, die der Regierung nicht blind vertrauen. Ja, dann eben auch solches Corona-Assi und so weiter. All jene, die sich auf ihre Grundrechte berufen, gut. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das war heute das Bild des Tages. Und damit lasse ich es, glaube ich, jetzt auch mal. Was habe ich denn hier noch? Ja, das waren die Bilder, die habe ich schon mal gezeigt im Bundestag, wo die ohne Abstand und Maske sich bewegen. Datum, das war es vom 1.5.2020. Kein Mundschutz. Kein Mundschutz, kein Mindestabstand. Dann haben wir hier Bill Gates mit Handschellen. Das wünschen sich mittlerweile viele. Ich wünsche mir auch, dass er außer Kraft gesetzt wird, aber nicht, dass er irgendwie gemeuchelt wird. Ja, also überhaupt nicht. Das passt für mich nicht in die neue Zeit. Entmachtet. Entmachtet, aber eben. Das und nichts anderes. So schützen wir uns. Entdecke dein Potenzial. Zum Beispiel, was machst du gerne? Was kannst du gut? Was hast du als Kind gerne gemacht? Ja, und dann steht hier handyfreie Zeiten, medienfreie Feierabende, echte Begegnungen, hör auf dein Herz, achte auf deine Gesundheit, sei achtsam mit der Natur, also mit der Umwelt. Finde ich auch ein ganz schönes Plakat. Und eben sowas kann man ja auf den Demos auch gut mal bringen. Dieses, was wir wollen, www.höraufdeinherz.ch. Das war heute das des Tages, damit wollte ich eigentlich abschließen, aber ich habe unten doch noch was. Bist du bereit für die allumfassende Liebe? Lebe es. Ich finde, solche Dinge, es ist wichtig, dass das jetzt auch schon gestreut wird, dass es tatsächlich auch wirklich ins Feld kommt und dass sowas kann man auch selbst auf einer Demo auch mal mit anbringen, ohne zu glauben, dass man dann da nicht hingehört, nicht hinpasst und dass es irgendwie fehl am Platz und peinlich wäre oder was auch immer.